Ich komme gerade von meinem Palmsonntagsspaziergang. Es ist ja immer noch herrliches Wetter und ich hoffe, ihr habt die Sonne auch ausgenutzt und habt euch ein bisschen umgeguckt, wie schon österlich überall dekoriert ist. Ich habe mir hier diese Palmzweige geweiht bei uns in der Kirche in St. Josef in Kamp-Lintfort abgeholt. Die hängen alle an der Sakristei und jeder darf sich da was von wegnehmen und das für sich mit nach Hause nehmen. Stell dich mir gleich an den Tisch und zünd die Osterkerze vom letzten Jahr an dazu. Und vielleicht singe ich dann das schöne Lied, was ich euch in die Links schicken werde, als YouTube-Video. Das ist ein Taizé-Gesang, den kann tatsächlich fast jeder. Außerdem habe ich euch nochmal mit verlinkt ein schönes Ausmalbild, damit ihr es morgen nicht so langweilig habt. Schule ist ja nicht mehr. Und vielleicht habt ihr auch schon was ins Fenster gehängt. Ich habe ein paar Regenbögen gesehen, habe ich euch auch fotografiert. Jetzt muss ich gucken, was es noch gibt. Die Kresse. Wer an Ostersonntag eine schöne, frische Kresse haben möchte, um die auf sein Osterei zu streuen, der sollte jetzt anfangen, die auszusäen. Das kann man sogar in einer Eierschale machen. Da habe ich euch auch ein Bild zugepostet. Ich freue mich auf jeden Fall auf die kommende Woche. Da gibt es ganz vieles Neues, Überraschendes und auch Lustiges. Freut euch drauf. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr alle mit dabei seid.